Das redgedeckte Dach war über 70 Jahre der Clou des Teehauses im Tiergarten. In der Nacht zum Sonntag wurde es zum Verhängnis. Eine Anwohnerin im Hansaviertel schlief bei offenem Fenster, bis sie plötzlich wach wurde. Es war so gegen 2:30, kurz nach 2, dass ich dachte, ich ersticke in meiner Wohnung. Es war so ein dichter Rauch, so beißend. Und dann habe ich total nervös, bin ich aufgesprungen, habe geschaut, da war so ganz dicke Luft, dann kam auch schon ganz viel Feuerwehr. 95 Einsatzkräfte waren vor Ort. Und es dauerte 7 Stunden, bis, zumindest den Brand betreffend, Entwarnung gegeben wurde. Auch eine Drohne kam zum Einsatz, um zu sehen, wie die Situation in diesem besonderen Gebäude ist. Für uns war es herausfordernd, da es sich bei der Dachkonstruktion um ein Reetdach handelte und die Suche nach Glutnestern und Brandherden extrem erschwert war aufgrund dieser Dachkonstruktion. Ebenso war die Löschwasserversorgung am Anfang beschränkt. Wir mussten Wasser aus dem Grundwasserteich des Tiergartens nehmen und konnten dann erst im Verlauf eine stabile Wasserversorgung zum öffentlichen Straßenland aufbauen. Das Teehaus war ein beliebtes Ausflugslokal und trotzdem noch ein Geheimtipp. Die gesamte Anlage samt Garten war 1952 ein Geschenk des englischen Königshauses an die Stadt Berlin. Und 1965 besuchte sogar Königin Elisabeth den englischen Garten. Hier pflanzte die Königin eine junge Eiche aus dem Schlosspark von Windsor. Anwohner und Teehausfreunde sind heute bei diesem Anblick einfach nur erschrocken. Das ist ein Kleinod gewesen, wenig Touristen und man hat immer Platz gekriegt. Ist halt super schade, weil das ist eine echte Oase hier und ich komme sehr gerne hierher, fühle mich hier sehr wohl. Ist ja auch eine Institution schon seit Jahren. Das ist für mich irgendwie so ein Wohlfühlort sozusagen. Auch mit der Live-Musik, die immer gespielt wird hier im Sommer. Schade. Also es tut mir richtig weh. Nun beginnen die Ermittlungen zur Brandursache. Eine Berliner Institution ist bis auf Weiteres Geschichte.